Diesmal wird uns nicht dieser Fehler passieren. Oh Mann. Diesmal schaffen wir es, das Ding zu werfen, ohne einen der Cops zu treffen. Wir machen es einmal auch ziemlich schwer. Wir werden einfach immer so hier davor werfen, so. Oh, 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 oh. Okay, es hat doch nicht so gut geklappt. Moment. Ja, jetzt, Moment. Wir schaffen das. Zack. Ja. Sehr gut, es ist auch kein Polizist in der Nähe dieses Mal. Dann packen wir das da hin. Sehr gut, es hat doch geklappt. Schön, sehr gut. Ach, beste. Ohne Komplikation. Sehr schön. Moment, legen wir das genau an die Wand. Bauen wir hier auch nochmal was auf. So, jetzt gibt es keinen Stress mehr mit der Polizei. Naja, Officer, alles in Ordnung, ne? Okay, haben wir alles geklärt. Den Müll bei der Polizei ist hier überhaupt nicht zu finden. Die passen auf ihren Pfand sehr gut auf. Checken einmal aus. Ja, okay, hier oben, das wissen wir schon. Den Weg, den kennen wir. Ach, hier soll man das Paket abholen. Ach so. Ich würde gerne erstmal in sein Apartment gehen. Ja. Dann gehen wir einfach hier durch die U-Bahn-Station. Oder ich glaube, von hier konnte man auch so durch. Ja, genau. Dann gehen wir hier diesen kleinen Weg. Ja, machen wir das. Mal gucken. Ich muss nur checken, in welche Richtung. Ich glaube, hier müssen wir lang. Willkommen beim automatischen. Da ist die U-Bahn da oben links, aber wir gehen hier lang. Genau, wir gehen bei den Pennern lang. Man könnte auch die Kanalisation vielleicht benutzen. Aber wir haben ja schon... Ah nein, wir kommen hier nicht durch. Ach, hier braucht man dieses super stark sein. Okay, das haben wir nicht. Egal, dann gehen wir einfach durch die U-Bahn. Wir haben ja diese super schnellen Megabeine. Da passt das schon. So, dann erstmal hoch das Ding. Ob wir wohl immer noch die Punks sind? Ah, Tatsache. Ich habe mich auch nie mit seiner Freundin unterhalten. Ich sollte schon vor 15 Minuten abgeholt werden. Ach so. Ich erwürge Gerald, wenn ich nach Hause komme. Das hat draußen die Blondine auch gesagt. Kann er reden? Die Biomod-Industrie wird diese Stadt in den Abgrund reißen. Denken Sie an meine Worte. Alles klar. Nicht jeder kann sich Augmente leisten. Ja, ja. Und die werden alle auf der Straße sitzen, ich bevor sie sich versehen. Aber es ist dunkel, sie blöd. Es gibt keinen schöneren Ort. Da muss irgendwas passieren. Ich bin erst vom Land hierher gezogen. Na, okay, vom Land. Dann ist die Stadt natürlich sehr interessant. Der perfekte Ort, um sich neu zu erfinden. Natürlich. Moment, laufen wir überhaupt richtig? Das ist auch die Frage. Bin bei diesen ganzen Anzeigen auf unserem HUD ein wenig verwirrt. Aber ich glaube, wir sind richtig am Laufen. Dann müssen wir hier, glaube ich, hier rechts. Dann sind wir hier, dürfte die Tankstelle sein. Ja, doch, doch. Dann müssen wir einmal hinter der Tankstelle lang. Ja, ich glaube schon. Einmal hier lang. Und dann nochmal da lang. Hier müsste es irgendwo sein. Hier in diesem schäbigen Viertel wohnt der Typ. Ach nein, er wohnt am Basketballplatz. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ja, hat doch was. Aber er wohnt wirklich in einem schäbigen Viertel. Ach, er wohnt da unten. In dem Apartment waren wir doch schon mal gewesen. Bin ich ja mal gespannt, was seine Hütte hier ist. Oder vielleicht waren wir ja schon mal in seiner Hütte. Könnte auch sein, ne? Hm. Also hier waren wir schon mal. Ja. Das war der Typ, der das Neutropozyn an die Leute hier verschenkt hat. Er hat es aber vorher in der Firma geklaut. Okay, Moment. Vielleicht müssen wir dann einfach eine Etage höher mal gucken, was hier geht. Hm. Okay, wir bleiben erstmal hier auf dieser Etage. Ach so. Hier haben wir es wohl. Aber hier waren wir wohl schon mal. Die Tür war offen. Deswegen denke ich, dass wir hier schon mal waren. Wir haben hier reingehackt. Ja. Mal sehen, hier ist nur eine Zeitung. Da unten ist was. Ein PDA. Wenn wir es bekommen. Irgendwie bekommen wir es nicht. Jetzt. Nein. Oh mein Gott. Ja, jetzt haben wir es. Okay. Das sind ihre Unterkünfte für die Dauer dieser Operation. Eine der Türen hat ein Sicherheitsschloss. Jede Speziallieferung, die sie erhalten, wird in diesem Zimmer hinterlegt. Ach so. Mal sehen. Können wir das... Ach so, hacken können wir das, glaube ich, nicht. Oder doch? Ist Stufe... Nee, Stufe 4 ist zu hoch. Aber wir haben ja den Code.
Oh. Ich glaube, das Blinkende, das sind, glaube ich, Minen. Es sieht so nach Sprengfallen aus. Wir speichern einmal vernünftig. So, dass wir auch den Safe Game auf jeden Fall haben. Sieht so verdächtig nach Minen aus. Ja. Es kommt keiner von hinten angelaufen, der uns noch killen möchte. Nee, okay. Ja, das ist doch in Ordnung. Ich würde sagen, der Bewegungssensor funktioniert nicht so gut. Der war wohl auf ein wenig zu weit eingestellt. Oh, Drogen. Okay, wir haben Drogen gefunden. Was haben wir hier? Armbrustbolt. Ah ja, er wollte ja, dass wir jemanden mit einer Armbrust killen, ne? Da haben wir noch den Safe, den gucken wir uns gleich an. Hm, was ist das denn? Okay, das kann man aber aufheben. Das ist aber sehr schwer. Okay, was ist hier in dem Ding? Property of the US Government. Hm. Safety hazard, handle with care. Hm. Hab ich hinter? Nee, dahinter ist nichts. Hier ist einfach nur noch eine Schrotflinte und ein Buch. Jus Ad Bellum, der Aufstieg privater Sicherheitsunternehmen, der Blue Water Skandal. 2011 stand Blue Water Global, das weltweit führende private Sicherheitsunternehmen, im Mittelpunkt eines Skandals, der die Landschaft der privaten Militärunternehmen nachhaltig verändern sollte. Nach schweren Vorwürfen hinsichtlich des Fehlverhaltens einiger in Afghanistan stationierten Mitarbeiter filmte ein Journalist von Sentai Shimbu mehrere BG-Einheiten bei geheimen Verhandlungen mit Aufständischen, offenbar mit dem Ziel, den Konflikt künstlich zu verlängern. Der Aufschrei, der folgte, ließ die gesamte Sicherheitsbranche erzittern. Ein Jahr und mehrere Kongressanhörungen später war Blue Water angesichts des rapiden Verfalls seiner Aktien am Ende. Und während die Öffentlichkeit private Sicherheitsunternehmen mehrheitlich ablehnte, war der Bedarf an entsprechenden Unternehmen größer denn je. In dieser Situation fühlte Roger St. John Folks, der Gründer und CEO von Bell Tower Associates, das entstandene Machtvakuum aus. In der Folgezeit verdankte Bell Tower seinen makellosen Image den unaufhaltsamen Aufstieg des Unternehmens zum weltweiten Marktführer. Wunderbar, so immer wunderbar. Wenn man sehr reich ist, benötigt man selbstverständlich ein eigenes Sicherheitsunternehmen. Sehr wichtig. Okay, wir hacken uns mal hier rein. Ich hoffe, es geht. Ah, Stufe 3 sollte klappen. Ja, sollte klappen. Sieht interessant aus. Hm. Mal eben kurz überlegen, Leute. Hm. Okay, hier ist keine Kiste, hier ist gar nichts. Aber man kommt nur von den Seitenenden dahin, okay. Okay, die haben es aber ziemlich schnell entdeckt. Ah, wie oft ich da daneben geklickt habe, es ist so fies, so bitter. Aber es läuft easy. Zugriff gewährt. Dankeschön. Mal sehen, was hat er denn hier bei sich? Ein Virus. Ach, und so wertlose Munition. Ich habe eigentlich gehofft, dass hier mega viel Geld drin ist. Naja, dann gehen wir doch mal an seinen sehr gut gesicherten Computer. Mal sehen. Zack, hier verstärken wir noch. Verstärken wir auch. Hier verstärken wir auch. Hier verstärken wir dann auch. Ja. Okay, wir haben die Kiste leider nicht. Okay, die Kiste habe ich zu spät gesehen. Hinweis an alle Mieter. Okay, das kennen wir schon. Das ist von Little Tony. Hm. Okay, damit können wir nicht viel anfangen. Hey Boss, diesmal hat Sam echt Scheiße gebaut. Wir haben es ihm gesagt. Wir haben ihm gesagt, er soll cool bleiben, bis ihnen eine saubere Lösung einfällt. Aber sie kennen ihn ja. Ihn und sein Scheiß-Temperament. Hat gesagt, das Risiko ist gleich null und dass er alles im Griff hat. Ist einfach zu Big Bens Ecke marschiert und hat ihn umgelegt. Auf offener Straße. Er hat gesagt, niemand hat was mitgekriegt. Aber ich weiß aus sicherer Quelle, dass irgendein Dealer alles gesehen haben könnte. Ich melde mich, sobald ich weiß, wer der Typ ist und was er weiß. Das ist eine ernste Sache, Boss. Wenn die Sam schnappen, sinkt er. Das wissen sie. Wir müssen das Problem aus der Welt schaffen. Übergriffe. Hallo Jack, wie Sie wissen, ist die Situation mit den Gangs für uns mittlerweile ein Problem. Diese Bastarde graben sich wie die Ratten immer näher an unsere Einrichtung in Highland Park heran. Mir wurde gesagt, dass
Sie für die Regelung des Problems verantwortlich sind. Sie wissen vermutlich um die Bedeutung unserer Einrichtung und dass sie beschützt werden muss. Deshalb muss ich Sie bitten, möglichst schnell vorzugehen. Sie kommen uns bereits gefährlich nahe. Das könnte für uns einen herben Rückschlag bedeuten. Sie wissen, wie diese Organisation über Publicity denkt. Und Versager Olli. Olli kennen wir auch nicht. Haben wir noch nie eine Nachricht gelesen. Mit den Gangs. Okay, die haben mit den Gangs und sowas Probleme. Das klingt ein bisschen komisch. Sehr eigenartig. Sehr eigenartig hier alles. War der Müsli? Nö, er hat kein Müsli. Okay, ich mag ihn nicht. Wir werden ihn töten, er hat kein Müsli im Haus. Meine, was ist das denn für einer? Von was ernährt er sich denn? Von Gemüse oder was? Könnte sein. Ich hoffe mal nicht. Okay, ich glaube, hier im Haus haben wir aber nichts mehr. Denk mal, wir gehen einfach mal wieder nach unten. Wir haben ja, was haben wir gefunden? Wir haben Drogen haben wir gefunden. Das war es eigentlich auch schon. Mehr hatte er nicht am Start gehabt. Ja, eigentlich echt nicht mehr. Nö. Weiß nicht, ob hier hinten vielleicht was ist. Weil das so... Hä? Achso, ach, hier liegt Geld. Eine Energieriemen und Klopapier. Sehr wertvolles Klopapier. Man sollte davon mindestens 20 Kisten im Keller haben. Nicht, dass mal einem das Klopapier fehlt. Kommt man hier durch? Nee. Okay, man könnte bestimmt... Nein, okay, man kann hier auch nicht drüber springen. Man kann sich auch hier nichts bauen. Nee, das kann man nicht nehmen. Ja. Können wir ihn nicht ansprechen? Ist er tot oder was? Hallo? Leben Sie noch, Sir? Leben Sie noch? Hallo? Okay. Er scheint zu chillen. Wir haben ihn auf jeden Fall nicht getötet. Da könnt ihr euch sicher sein. Moment, wir checken einmal aus. Wo müssen wir hin? Entweder müssen wir noch nach da oben hin. Ach, oder da nach ganz unten. Stimme aus der Dunkelheit. Mit mysteriösen Informanten treffen. Ja, okay. Er ist ja hier bei der Firmenzentrale. Da gehen wir erst hin, wenn wir da mal in der Nähe sind. Wir sind ja hier oben. Okay, ich wüsste jetzt nicht genau. S5 ist das. Das hier ist S4. Ach, Moment. Ja, aber wir kommen nicht weiter nach oben. Kommen wir dann nicht weiter nach... Ach, wieso? Moment, Leute. Hier stimmt gerade irgendwas nicht mit der... Jetzt geht's aber. Das ist auch S4 und das ist M7. Ich wüsste ganz gerne, wofür dieser Informant ist. Jenny braucht den Zeugen allerdings lebend. Ich muss ihn finden. Laut O'Malley ist er in einem Versteck der MCBs am Earl Court. In einem Apartment im 4. Stock, um genau... zu sein. Wieso steht hier eigentlich inaktiv? Ach so, ach, jetzt ist aktiv und hier kann man es inaktiv schalten. Ach so. Was ist denn das hier? Pritchard hat an meiner Bürotür eine kryptische Botschaft gefunden, ein namenloser Informant. Das ist bestimmt der Typ, der vor, ja, der vor unserem, wie heißt es, vor der Arbeitsstelle ist. Ja, das ist ganz in der Nähe des Serif Plaza. Wenn es meine Zeit zulässt. Vielleicht sollten wir da ja doch erstmal hingehen. Vielleicht ist es doch ganz gut, wenn wir S5 machen. Dann gehen wir mal eben dahin. Das sollte eigentlich auch nicht allzu weit weg sein. Ja, das sollte eigentlich schon machbar sein, Leute. Gar kein Problem. Wir laufen einmal kurz. Entspannt durch die Gegend. Könnte auch sein, dass wir demnächst einfach alle verprügeln, die wir sehen. Oh, hier kann man durchgehen. Eine super Abkürzung. Ah ja, hier unsere gute Freundin. Aber sie will einfach viel zu viel Geld haben. Sie ist viel zu teuer für uns. Ich glaube, man kann ihr immer 1000 Credits geben, was schon ziemlich krass ist. Ich glaube diese Geiselgeschichte nicht. Terroristen auf unserem Territorium? Ich weiß. Und dieser Taggart behauptet, nichts damit zu tun zu haben? Das glaube ich keine Sekunde. Er soll bald eine Rede im Convention Center halten. Das ist doch, als wäre die NRA in Columbine aufgetreten. Ja, echt, als würde Moses kommen, um uns vom bösen Pharao, Serif dem Zweiten, zu befreien. Ach, genau. Hoffentlich kommen über die Typen von der Humanitätsfront ein paar Plagen. Okay, alles cool bei euch. Adam, cooles Outfit haben Sie da. Gehen Sie heute noch aus? Oh, was hat Sie vor? Okay, wir haben uns aber eigentlich schon unserer Notduft entledigt, Hase. Diese Stadt lässt einen nicht zur Ruhe kommen, was? Na, das stimmt. Hey Adam, hab Sie gar nicht gesehen. Sind Sie auf dem Heimweg oder hat Mr. Serif sich noch was Neues für Sie ausgedacht?
Sie dürfen nicht darüber reden, okay? Ja. Dann passen Sie mal gut auf sich auf. Geheime Mission, Ladies. Okay, macht's gut. Ich muss weiter auf meiner geheimen Mission geheime Dinge tun. Gucken erstmal Mülleimer. Das gehört auch zu meiner geheimen Mission, selbstverständlich. Ach so, ich dachte, der Penner wäre der Informant gewesen. Okay, hier sind aber zwei, hier sind ja drei. Ach, er ist es. Ach, cool. Bro. Sie haben meine Nachricht also erhalten, Cabron. Sanders, es ist riskant für Sie, mich so nah an der Seraph-Zentrale zu treffen. Nicht riskanter als für Sie. Immerhin haben Sie mich laufen lassen. Aber ich habe nicht vor, lange zu bleiben. Ach ja? Also, worum geht's hier? Ich habe ein bisschen aufgeräumt nach der Fabrik. Und ich habe Informationen über den Metallschädel gefunden, der mich und meinen Bruder benutzt hat. Das Schlitzauge hat ein PDA liegen lassen. Sein Auftraggeber steht nicht drin, aber Zugangscodes, Namen und ähnliche Scheiße. Warum geben Sie ihn mir? Vielleicht mag ich das Gefühl nicht, Ihnen was schuldig zu sein. Oder ich will eine Schlange mit einer anderen Schlange töten. Machen Sie, was Sie wollen, Pendejo. Meine Schuld ist in jedem Fall bezahlt. Na, no, okay. Cool. Hauen Sie ab, Bello. Sie haben was zu erledigen. Ob jetzt wohl der perfekte Zeitpunkt ist, ihn zu töten? Meine Schuld ist beglichen. Mal sehen, ob das wirklich so informativ ist, was hier steht. Alpha Team und Blue sind Oscar Mike. Soldaten halten ihnen den Rücken frei, versichern sie die Daten. Exfiltration erfolgt über die zugewiesene LZ. Das macht doch gar keinen Sinn. Wir haben nur den Toolcode der Anlage. Login PW für Sicherheitshub. China Boy. Yatsura. Dieses Yatsura et Yatsura, das hatten wir schon mal gehabt. Wir wissen aber nicht wirklich, was das ist. Sehr eigenartig. Das lesen wir aber nicht. Ich glaube auch nicht, dass das dazugehört. Oder? Nee, ich glaube nicht. Nee, tut's nicht. An einen China-Boy. Wir sind quitt. Okay, wir sind quitt. Okay, mach's gut, Leute. Halt, kann man da oben diese Garage aufmachen? Ist mir gar nicht aufgefallen beim letzten Mal. Das kriegen wir locker gehackt. Okay, Level 3 könnte schon schwer werden. Moment, wir müssen hier durch und dann kommen wir hier so lang. Hier hin und dann wäre hier das Ziel. Aber wir wollen natürlich gucken, dass wir noch die Kiste bekommen. Na, sofort entdeckt, Alter. Okay, das ist hart. Oh mein Gott, und der ist super stark. Moment, ich habe den Stoppwurm benutzt. Komm mal, glaube ich. Doch, wir kommen noch an die Kiste. Boah, das dauert echt lange. Ach, hier kommt man nicht hin, okay. Werden wir den jetzt auch nehmen? Oh, er geht aber so schnell. Wieso geht er so schnell? Na, ach, wir haben noch 18% gefehlt. Okay, das ist fies. Das ist sehr fies vom Timing her gewesen. Aber okay, das hat sich aber gelohnt aufzumachen. Wir haben hier irgendwas für die Pistole wieder, denke ich mal. Mal sehen, was haben wir denn? Oh, das ist jetzt auch schon wieder alles anders. Ist egal. Da komm ich schon mit klar. Ammunition Cord. Sieht sehr eigenartig aus. Wir kombinieren es. Munitionskapazität. Ah, Count. Steht da. Ammunition Count. Ach so. Moment, ist hier noch was? Nö. Nur ein paar Reifen. Okay, alles klar. Wir gehen weiter. Würde die auch gerne platt machen. Schon von der Überraschung gehört, die ich bei deinen Opti-Freunden in der Fabrik gelassen habe? Die haben sich dank meines Verteilers die Lungen ausgekotzt. Ach, er war das mit dem... Ja. Wir sollten sie eigentlich alle platt machen. Sind doch irgendwo Arschlöcher. Weil sie halt eben bereit sind, irgendwie über Leichen zu gehen. Für ihre komischen Wertevorstellungen und Regeln, die sie allen anderen aufdrücken wollen. Wir dürfen das. Wir sind... Wir arbeiten für das Gute, wir dürfen das, aber wenn die das machen, ist es sehr böse. Damit das mal klar ist. So, Moment. Wir haben von ihm eigentlich nur so einen Code bekommen. Na, also wenn das der einzige Vorteil ist, den wir bekommen haben durch ihn, finde ich das ein bisschen arm, ganz ehrlich gesagt. Ich denke, dann machen wir erstmal hier die S4 und dann machen wir hier die Leute platt. Ja, das könnte eine sehr gute Idee sein.
Ist ja eh das Einzige, was wir gerade tun können. Er geht weiter ab, natürlich. Guten Tag, Sir. Guten Tag, Lady. Guten Tag, ihr beiden. Auch schade, dass hier das Ding sich nicht bewegt, ne? Dann machen sich schon die Mühe, hier so eine Rolltreppe zu installieren und dann ist sie permanent aus. Würde man sagen, Strom haben die eigentlich genug? On Air with Eliza, Sunday Nights. Oh ja, sehr tolle Klamotten. Sehr toll. Bin sehr beeindruckt von dem Outfit. Das macht sie auf jeden Fall zu einem sehr, sehr viel wertvolleren Menschen. Ah, wunderbar. Ich liebe es, im Müll nach Essen zu suchen. Schade, hier ist nichts drin. Ah, da hinten ist noch Müll. Ah, okay, ach, das ist bei der Polizei natürlich. Die Polizei hinterlässt keine Pfandflaschen oder Essensreste. Ich durchschau dich. Du spionierst uns aus. Studierst uns. Wir sind keine Laborratten, sondern Menschen, Alter. Menschen! Okay, sind keine Zeugen. Vielleicht studieren wir wirklich ein wenig von ihnen. Hier könnten wir sicherlich Revolver-Munition, cool. Dieser Seraph denkt wirklich, Augmentierungen wären ein Wohl für die Menschheit. Ach ja. Nein, wir hören denen nicht zu. Die sind beide nicht wichtig. Moment, vielleicht. Ah, sie hat ja gesagt, wir sollen zu ihr hingehen, wenn wir alles fertig haben. Warte mal, hier hinten ist auch noch so ein S4. Was ist da denn? Ach so, das ist da, wo wir als erstes hingehen wollen. Nee. Warte mal, da haben wir ein S4, da ist eine 4. Es gibt ja noch ein drittes davon. Aber ich wüsste nicht, wo es auf der Karte ist. Komisch, ne? Ja. Ach so, guck mal, hier haben wir diese Ebene. Hier haben wir zweimal das Blaue und wenn wir jetzt auf die Ebene gehen, da haben wir dann hier nochmal eins. Versteckt der MCBS finden, ach so. Das müsste ja auch gleich hier um die Ecke sein. Vielleicht gehen wir da erstmal hin. Irgendwo da soll das sein. Werden wir denn von hier überhaupt dahin in die Ecke kommen? Glaube ich ja nicht. Weil hier kamen wir ja eigentlich auch nicht wirklich weiter. Aber mal sehen. Wir checken das aus. Okay, hier kommen wir durch. Da oben. Ja, da kommen wir doch easy hoch. Okay, alles klar. Dann checken wir das erstmal aus. Bin ich immer sehr gespannt, was das gibt. Ich hoffe, es sind ein paar Gangster am Start. Man kann das ja aufmachen. Cool. Man kann auch durch Fenster, das ist sehr cool. Aber hier ist das Fenster unserer Wahl. Wie kommt man hier durch? Halt. Achso, man muss nur sich durchducken. Okay, alles klar. Ob hier wohl schon Gegner sind oder so? Es ist im Endeffekt ein normales ziviles Gebäude. Okay, da vorne, er sieht schon wie ein kleiner Gangster aus. Wir werden speichern. Ja, okay, es geht ja auch um Gang, Leute. Hier ist schon wieder so eine Risse in der Wand. Oh, Moment. Ich denke immer, dass man hier irgendwie die Wand aufmachen kann. Weil wir haben einmal schon mal so einen Riss gesehen, wo es um die Gang ging. Ganz komisch, weil dieser Riss, der sieht genauso aus wie der vorherige. Naja, egal. Wir gehen erstmal zu Gang. Sag mal. Du hast hier nichts verloren, ach. Opti. Hau ab! Ja, ich so, okay, alles klar. Okay, dann müssen wir ihn einfach umhauen. Vielleicht nehmen wir den Karton. Wir zeigen mal, wie intelligent er ist, wie intelligent ein Gangster ist. Verdammt. Ich wollte mich eigentlich schön über ihn lustig machen, dass er sich dann erstmal die Kiste anguckt. Egal, wir gehen einfach hin und kloppen ihn. Du hast hier nicht. Ja, ist schon in Ordnung, Hase. Zack, 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 zack. Erledigt. Gar kein Problem. Ich hatte ja kurz gedacht, okay, jetzt sehen wir das 1 Million X. Also wie viele Leute sind denn hier drin? Ich sehe gerade 2 Stück. Ja, es sind ziemlich viele. Okay, da hinten sind dann wohl in dem Raum noch 3, 4, 5 Stück.
Aber vielleicht ganz ehrlich gesagt, wir machen einmal, weil mir geht es ein wenig auf den Keks, dass man permanent da diese Missionsmarker sieht. Also ein bisschen zu viel des Guten. So ist das doch wesentlich schöner. Und hier auf der Map sehen wir das ja auch. Also ist es nicht nötig, dass wir das so sehen. Okay, wir werden uns, denke ich mal, erstmal reinschleichen. Ich weiß, du hast hier nichts verloren, Opti. Hau ab! Okay. Okay, ist ein wenig schief gelaufen. Ist aber nicht so schlimm, es sind nur Gangmitglieder. Wir warten kurz. Kann ich nicht sehen. Durchsuch die Gegend. Seid ihr da drüben? Jetzt schnappen wir sie uns. Okay, wir haben ihn. Sehr gut. O'Malleys Paket abholen. Ach so, wie abholen? Was sollen wir denn da abholen? Wie, jetzt ist die Quest ab? Moment, vielleicht müssen wir gleich nochmal laden. Aber wie sollen wir denn da reinkommen? Und ein Paket abholen? Ohne entdeckt zu werden. Vor allen Dingen erstmal muss man auch ein Paket finden. Betäubungspfeile haben die hier. Was ist das? Eine Granate. Ein bisschen Bio. Okay, die gefallen mir eigentlich. Was steht hier? MCBs. Ach. Da kann man die sofort das Klo herunterspülen, die Jungs. Hier, den Wasserhahn betätigen wir. Aber hier ist doch nichts. Hier ist Geld. Ein Wurm. Okay, hier kommt man noch an den PC. Ach, hier gibt es auch noch ein schönes, kühles Bier. Ist das ein richtiges Bier, nicht was in der Dose ist? Ach, Tatsache. Das sollten wir uns direkt gönnen. Ja. Oh Mann. Zack, wir geben es aus. Ist auch ein bisschen stärker, glaube ich. Aber hier ist nur Pistolenmunition. Ach, 7 Credits hat der Typ dabei. Also ja, richtig erbärmlich. Okay, der Fernseher ist irgendwie kaputt. Ich denke, hier ist nichts. Ach, man kann die sogar zerstören. Ich wüsste nicht, was für ein Paket man hier abholen sollte. Aber wir werden das nochmal laden, Leute. Irgendwie verstehe ich die Quest falsch. Wir sollten da irgendein Paket abholen, stand da. Aber der eine Typ wollte uns ja gar nicht vorbeilassen. Vielleicht lesen wir nochmal die Quest durch. Ich muss auch sagen, wo wir mit diesen O'Malley geredet haben, das waren auch ein bisschen viele Infos. Wir werden erstmal wieder diese Hut-Kacke ausmachen. Die machen wir weg. Dann lesen wir mal kurz diese Mission Heimlichkeit. Warte, was steht denn hier? O'Malleys Paket abholen. Die Mordwaffe, die ich laut O'Malley benutzen soll, liegt zwischen Müll und Trümmern versteckt in einem Wartungsgang vor dem Chiron Building. Achso, nee, das ist vor unserer Hütte. Jenny hat mich gebeten, Beweise zu finden, die Jack O'Malley überführen. O'Malleys Apartment ist im zweiten Stock eines Gebäudes in Brooklyn Court. Okay, das ist grün, das haben wir schon fertig. Also das hier fehlt uns noch. Also das mit der Mordwaffe ist vor unserer Haustür und dann die Derrick Row, das ist, wenn wir da reingehen. Ja, das war ja für die Dame, die wir bei den anderen Damen gefunden haben. Und das haben wir schon gemacht. O'Malleys Paket, ja, das verstehe ich nicht. Ach, da ein DRB-Revier nicht entdeckt werden, Jenny kann wesentlich besser gegen O'Malley vorgehen, wenn ich... Aber wir sind ja nicht in der Derrick Row. Ich verstehe auch ganz ehrlich gesagt gar nicht, was wir hier sollen. Wir erwarten, mögen es dem eben gar nicht, wenn Fremde in ihr Revier ein... Tja, das heißt dann wohl, dass ich sie alle ausschalten muss. Ich darf keinen Typen übersehen, damit Jennys Leute Double T den Zeugen in Schutzhaft nehmen können. Wir werden jetzt noch einmal versuchen, ihn einfach zu töten. Aber wir gehen hier einfach mal durch und sagen, hey, Digga, ist alles in Ordnung. Du hast hier nichts jetzt verloren, chill mal, Bruder, chill mal. Scheiße, ja nicht mehr, Opti. Du hast hier nichts verloren, Opti. Hau ab. Wollen, brauchen wir Waffen. Glaubt ihr wirklich, dass die Cops ihr mit Waffen versorgen? Das ist doch scheiße, Mann. Ja, Mann. Unterhaltet euch jetzt ruhig weiter. Übertreib's nicht, Arschloch. Ich werd's nicht nochmal sagen. Dabei oder nicht? Die Kanalisation könnte einkommen. No. No, ja. Oh ja. Oh, das war ein Simpel. Ja, natürlich ist alles klar. Oh Mann. Oh Mann.
Chill. Hey, alles klar? Ja, natürlich ist alles klar, Hase. Ach, shit. Das macht doch wirklich Spaß. Oh ja, sogar noch schön aus dem Ellbogen raus. Kann ja nicht jetzt deren Ernst sein, dass die KI ist sehr interessant. Aber es ist egal, man kann damit seinen Spaß haben. Die muss nicht Bro sein. Wir sehen, dass KI auf jeden Fall die Welt bald erobern wird. Wir sehen, sie funktioniert sehr gut. Sie sind schon so gut, dass sie in den Spielen ist die KI einfach... einfach viel zu gut, Leute. KI wird alles zerstören, natürlich. Ja, sehr schön. Aber jetzt würde ich nochmal eben kurz einmal checken. Also hier ist jetzt nichts von weggegangen. Vorher, wo wir beim ersten Mal mit der Pistole gegen die vorgegangen sind, da haben sie doch... Da ging doch die Mission, war dann irgendwie fehlgeschlagen. Naja, egal. Wir werden hier nochmal speichern. Mal gucken, ob wir dann bei den anderen ähnlich vorgehen können. Hier hacken wir uns mal wieder entspannt rein. Verstärken einfach sofort. Wenn eh immer direkt erkannt. Spam-Ordner immer sehr wichtig. Oh mein Gott, na, wir benutzen das Stopp-Ding. Es dauert aber echt lange, ja. Nee. Zugriff verweigert. Ah, das ist ja mal hart. Wir sind da doch vorher so easy reingekommen. Das war doch total entspannt. Kann man diese Scheißtür nicht einfach kaputt kloppen? Es ist eine Holztür. Na egal. Egal. Wir respektieren das Spiel. Wir nehmen die Waffe an uns. Okay, Müsli und so hatte er nicht. Schade. Hm, okay, das Bier haben wir, das können wir mitnehmen. Aber auch interessant, dass es einmal Bier in Dosen gibt und Bier in Flaschen. Da muss ja einer einen besonderen Fable gehabt haben. Haben sich gezofft, oh, der eine wollte es in Dosen haben, der andere in Flaschen. Oh man. Klingt dann so nach so einer 0815 Diskussion, was besser ist, Dose oder Flasche. Oh man. Schön, jetzt werden wir nicht entdeckt. Okay, jetzt aber. Wir gehen einfach aufs Ziel los. Es hat aber schon wieder nicht geklappt. Oh mein Gott. Können wir diese Scheiße nicht einfach aufballern? Es könnte auch sein, dass wir die gar nicht gemacht haben, sondern dass die anderen darüber gekommen sind. Weil da scheinen ja auch zwei Leute zu sein. Und dass die das Türchen einfach aufgemacht haben. Okay, wir müssen ja noch ein bisschen warten. Vielleicht hilft ja das. Moment. Zück. Nee. Zück. Nee, okay, hier ist nichts. Mal sehen, vielleicht passt es jetzt schon. Okay, sehr gut. Ich meine, da war immer so ein 30-Sekunden-Timer. Jetzt, Leute, jetzt aber. Ich weiß auch nicht, was diese Nuke macht. Ich habe keine Ahnung, was diese Nuke macht. Oh mein Gott, die haben uns schon entdeckt. Na, das schaffen wir nicht. Nee, schaffen wir nicht. Zugriff verweigert. Das ist natürlich scheiße. Kommen wir nochmal? Nee. 25 Sekunden. Was werden wir jetzt hier schießen? Ja, sehr gut. Das ist auch eine Methode, um eine Tür zu öffnen. Was ist denn hier los? Nun mal. Dass das wirklich geklappt hat, ist sehr lustig. Auf jeden Fall. Das ist Gangster-Checker-Logik. Hauptsache coole Klamotten. Okay, wir sind auch so. Wir haben einen coolen Mantel und so. Schon Style geht schon über alles, natürlich. Was tut der? Wen meint er? Ach, jetzt ist das Omellis Paket abholen schief gelaufen, seht ihr? Das verstehe ich jetzt nicht, wieso
diese Quest jetzt schiefgelaufen ist. Ja, das verstehe ich nicht so richtig. So checke ich halt eben nicht. Ihr checkt es bestimmt. Könnte sein, wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare, Leute. Oh Mann. Achso, ich dachte, jetzt auf einmal bewegen sie sich. Aber ich denke, das ist eine gute Idee. Wir schießen einfach hier vor. Chillen wieder. Ich mache dich fertig! Ach verdammt, jetzt hat er uns gekillt. Aber ich glaube, so können wir es hinbekommen. Jetzt da eben stand auch nicht, dass die Mission fehlgeschlagen ist. Mal sehen, ob es der letzte Speicherstand war. Ja, okay. Weil hier können wir uns nicht davor stellen. Können ja einfach... Ja, okay, nee, nicht, dass die... Okay, die anderen haben es ja letztes Mal auch nicht gesehen. Ja, okay, dann machen wir es einfach hier. Zack. Nehmen wir uns einen Energieriegel. Ja. Ja. Bist du? Stirb, du augmentiertes Arschloch! Nee, nee, hat nicht funktioniert. Nee. So geht's auf jeden Fall nicht. Ja, ich wollte ihn töten. Lass ihn doch nicht leben. Okay. Okay, es sind auch nur zwei Stück. Weil ich weiß, wir können... Ja, ich weiß, wie wir sie platt machen. Ja, ich weiß, wie wir... Kann man mit F9 laden? Wieso kann man mit F9 nicht laden? Naja, egal. Aber jetzt weiß ich, wie wir sie töten. Moment, nicht den letzten Autosave. Machen wir vielleicht einfach hier. Einfach da hier. Da waren wir, glaube ich. Indem wir einfach dann den Skill machen, dass wir zwei Leute auf einmal töten können. Und dann sollte das kein Problem sein. Dann sollten wir es eigentlich geschafft haben. Oder ist es ein Fehler, die überhaupt anzugreifen? Es könnte natürlich auch sein. Aber ganz ehrlich gesagt, ja, wüsste ich jetzt auch nicht, was man sonst hier machen soll. Moment. Hier beim Schlagen. Hier kann man einmal dann durch Wände schlagen. Das ist eigentlich auch sehr cool, klingt. Schwere Objekte bewegen. Wo war denn das mit dem Kämpfen? Warte, Beinaugmentierung, Armaugmentierung. Vielleicht ist das ja hier. Nee, das ist mit dem Fadenkreuz. Ich habe das doch irgendwo gelesen. Dass wir irgendwo zwei Leute gleichzeitig mitkillen können. Das war das Hacken. Das ist das Radarsystem, das lassen wir aber mal. Schleichoptimierer. Lärm, Sichtfelder, das sind die Markierungen. Also hier oben Informationen, Position und sowas, das brauchen wir alles. Das ist der Sozialoptimierer. Das war das Radar, das ist für Hacken, nochmal Hacken, HP, Energie, was ist das eigentlich? Beschleunigt die Energieaufladung, okay, das beschleunigt das nur? Oder macht das auch, dass man vielleicht eine zweite Batterie aufgeladen bekommt? Hier bekommt man zusätzliche Energiezellen, okay. Also das war Immunität für die Lunge. Das ist diese AOE-Waffe. Die könnte auch einsetzbar sein. Eigenartig. Ich finde nicht, dass wir zwei Leute auf einmal killen können. Hier Neutralisierung von Einzelgegnern. Schwere Objekte bewegen. Verringert den Rückstoß. Dämpft jeglichen Rückstoß. Durch geschwächte Mauern durchbrechen. Und das ist das Inventar. Ich finde auch krass, wir haben nur einen einzigen Punkt. Aber sehr eigenartig. Ich bin mir eigentlich zu 100% sicher, dass wir das wo gesehen haben, dass man zwei Leute auf einmal killen kann. Tarnsystem, Panzerung. Alter, nicht bei den Augen. Nee.
Was war das? Smart Vision. Achso, da kann man dann durch die Wände gucken. Reflexverstärker. Gleichzeitige Neutralisierung von zwei Gegnern. Hier haben wir es. Dann machen wir da. Kosten für die Aktivierung 2. Okay, das ist natürlich schlecht. Moment, dann werden wir es einfach machen wie vorher. Ja, ich denke, wenn wir von hier schießen, könnte es vielleicht klappen. Sehr gut. Zack, die Waffe wieder einstecken. Ich meine, es hat ja auch hier letztes Mal geklappt. Das ist die Stelle, Mann. Sucht weiter, da ist jemand. Ach, okay. Das hat aber schon wieder nicht geklappt. Nee. Aber er hat uns eigentlich nicht gesehen. Sogar jetzt sieht er uns nicht mal. Das kann ja jetzt nicht sein Ernst sein. Hey, Hase. Hase, wir sind hinten. Was ist denn hier los? Oh, Mann. Ja, du willst uns verarschen? Oh, Mann. Er ist einfach so billig. Es kommt von den ganzen Drogen, natürlich. Ach, Mann. Okay, wir wissen einfach nicht, wie wir dann hier reinkommen sollen. Ja. Ist natürlich schon ein bisschen krass, Leute. Oder mir fällt, ja okay, wir können im Endeffekt die nochmal versuchen, aber dann ist aber auch wirklich irgendwann mal vorbei. Jetzt versuche ich noch einmal und dann ist es mir scheißegal. Ja. Würde ich sagen, das ist dann so die Entscheidung. Ich denke mal, einmal werden wir es jetzt noch versuchen, so dass wir den dann rausholen. Hierhin wieder. Die checken auch nicht, dass hier die ganzen Kollegen von denen liegen. Irgendwie nicht. Und dann, wenn sie sich wieder umdrehen, weil wir können ja hier stehen. Ist ja nicht schlimm, wenn wir hier stehen. Ja, und wenn sie sich dann wieder umdrehen, dann können wir die ja vielleicht so nacheinander platt machen, ohne dass der andere das sieht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Er sieht ja jetzt eh nichts. Er denkt sich nur, hier ist doch hier überhaupt niemand. Wir denken uns auch nur, ja, hier ist auch niemand. Und er denkt sich, hey, hier ist doch gar keiner. Das macht keinen Sinn. Nö, es macht überhaupt... Ich weiß, dass da was war. Okay, ihn haben wir jetzt leise geschnappt. Gut, der andere hat nichts mitbekommen, die Tür ist noch offen. Nein! Aber so funktioniert's, Leute. Genau so funktioniert's. So kriegen wir es hin. Er ist krass, er scheint eine Schrotflinte zu haben. Und wenn er uns dann einmal damit erwischt, sind wir sofort tot. Das ist schon krass. Aber die KI ist sehr eigenartig.